So, weiter geht's. Nochmal versuchen. Keine Ahnung, was man jetzt richtig machen muss. Wird angezeigt beim Ablassen des Wassers, muss etwas schiefgegangen sein. Das ist irgendwo so ein grundlegendes Thema in dieser Villa. Hier läuft so vieles schief. Drücken ja. Da denkt sich der Hai, nö, das finde ich nicht witzig. Kleiner Hai, Bekannte Druckwelle entdeckt. Großer Hai, Ah, super, das Spiel zeigt mir jetzt offenbar sogar, was ich drücken muss. I guess. Tut es das? Aber ja, nur umlegen, I guess. Öldrucker abgebrochen. Stellen Sie den Öldruck wieder her und lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Aufwischen, ach, hier ist er. Schalten Sie den Steuerölldruck im gleichen Nichts passiert. Schalten Sie Drück halt 2. Nichts passiert. Steuerölregler. Drück halt 3. Wieso geht denn die Scheiße jetzt wieder hoch? Du sollst runter, nicht hoch. You dipshit. Ja, Alter. Der Mechanismus lösen. Kammer wurde gelöst. So. Dadurch Kammer drücken. Jetzt. Achso. Ah. Ah. It does shit. It did shit. Oh, das ist aber auch, ne? Also. Nicht jetzt. Meine Güte, Jill Motherfucking Valentine. Du sollst es nur mitnehmen, you fucking dipshit. Nimm es einfach auf und sag, gut, ich guck's mir später an. Nicht einfach liegen lassen und sagen, I don't have time for that. Anybody get time for that? Vor allem, wieso jetzt nicht? Die Türen, die Schotten sind dicht. Ist dein Inventar vielleicht voll? Nee, mein Inventar ist nicht voll, das weiß ich. Notfall hin. Die Tür scheint durch den Sicherheitsmechanismus verschlossen. Die Prozente sind aber verschwunden, also. Mache ich es jetzt richtig oder sterbe ich jetzt gleich durch was anderes? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel noch nie selber gespielt. Ich meine, die Viecher rasten weiterhin aus. Sicherheitsmechanismus würde Wasser ablassen, ja. Jetzt scheint's. Ah, jetzt geht's. Ach, jetzt kann ich Wasser ablassen. Wasser wurde vollständig abgelassen. Das Wasser wurde bereits abgelassen. Fickt euch Haie, ihr fucking Fuckboys. Was? Oh, wow. Okay, ich hatte gerade Bluescreen des Todes und ekelhaftes Geräusch von Schotmann im Ohr. Vor Oh, allem, das kenne ich. ich habe eine Karte vom Aquaring. Ich kriege also diesen einen Raum da angezeigt, wo ich jetzt gerade noch nicht reinkomme. Well, that's dandy. First Aid Kit? Oh, geil, mehr Kräuter für meinen Tee. Oh, es ist sehr viel grünes Zeug. Sehr schön. Ja, ich dachte, das war zuerst der Plan, dass das Wasser generell abgelassen wird, aber das Spiel denkt offenbar ein bisschen anders als ich. Ich dachte, das hätte ich zuerst aktiviert. Well, super, jetzt ist hier auch noch alles nass. Lass mich raten, jetzt liegen hier auch überall Haie rum und sowas. Nee, aber Granaten? Okay. Ich habe zwar keinerlei Platz mehr. Aber hier liegen Granaten, that's okay. Gut, dass hier Granaten liegen. Was ich ja viel interessanter finde. Jill meint, das Dynamit ist total durchnässt. Ja, hi, das hast du nur davon. Ja, da brauchst du gar nicht That's so. what you get. That's what you get. So, ich bin wieder da. Fucking high Maybe. dipshit. Irgendwas verpasst während der Zeit, während ich Schrauben geholt habe. Ja, Genau, das Shadow hat die ist Haie aufs Trockene gelegt, ne? ja. Gut. GG, Minion, GG. Ich denke, das würde ihn einen Stromschlag verpassen.
So. Mach mal erstmal den Saft weg. Der Chef hat keinen Strom. Was hat in dieser Villa überhaupt Strom? Och, ne, ach, guck mal, der Hai lebt noch. Werde ich wahrscheinlich erstmal das nehmen, damit ich überhaupt noch Holz hatte. Weißt du was, Hai? Kann ich dich einfach grillen? Einmal Captain Iglo. Da denken sie, da werden wir Stromschlag verpassen. Wo ist der Typ, wenn man immer braucht? Wenn sie noch nur irgendwie ins Wasser fallen lassen könnte. Captain Iglo! Ich bin aber auch ein Genie. Das Ding sieht aus, als könnte es mir einen Stromschlag verpassen. Was versuche ich? Ich versuche es zu schieben. Ja, okay, erstmal den Strom aus. Jetzt schieben wir das Ding. Das Ding sieht aus, als würde es feststecken. Also nur mal so nebenbei. Bye bye, Fisch. Captain Iglo, Held der Erde. Toasty! Dead. Oh, well, he dead. Der kommt nicht wieder. Jetzt gib mir, was du da hast fallen lassen. Ich kann dir noch mehr Objekte tragen. Hm. Are you for fucking real now? Ich kann ein fucking Schlüsselobjekt nicht mitnehmen. Ja, was mache ich denn jetzt? Warte mal. Da geht's wieder nach oben, aber ich brauche diesen Schlüssel. Das geht mir ja gerade gehörig auf den Keks, ne? Ja. Hätte ich mal die Granaten liegen lassen. Aber warum sage ich mir immer, Mensch, wer braucht schon Heilung, wenn man fucking Granaten hat, ne? Hör auf, hier durch die Gegend zu floppen. Granaten zu beißen, Alter. Wenn diese Haie mal aufhören würden, hier durch die Gegend zu floppen, ne? Also, flop, flop. Ich meine, du bist ein Hai an Wasser, du hast sowieso... Ich an deiner Stelle würde mal, ne? Ich shut the fuck up und so, ne? Calm your fucking tits. Okay. So, wahrscheinlich komme ich oben nicht mehr raus, I guess. Ja gut, ein bisschen komisch, das zum Hai zu sagen, aber... Hallo, komm da raus, Festplatte. Was ist das denn jetzt? Was ist denn der? Ja, ich kann nicht noch mehr tragen, das ist mir bewusst. Aber was ist was, TV? Oder ist das... War das Magnum Muni? Magnum? Sah aus wie für so ein Revolver. Ich glaube, das ist sogar Revolver-Munition. Okay, I'll come back for that later. Aber ich habe die Magnum jetzt gerade sowieso nicht. Also es ist von daher sowieso ein bisschen witzlos. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Oh, scheiße. Ich würde ja jetzt nur mal gern wissen. Ich habe jetzt hier das Wasser abgestellt und komme jetzt hier wieder raus. Mhm. Was war jetzt der Witz der ganzen Sache? Warte mal, ist jetzt auch der Captain Tentakel da hinten tot? Warte mal. Check das mal schnell ab. Also, falls irgendwelche Nachrichten im Chat an mich gerichtet sein sollten, Vivi, kannst du die mir gleich dann vorlesen? Oh. Mhm. Hier ist kein Wasser mehr. Ich gerade nicht auf Chat achte. Okay, ich gehe hier später nochmal längs. Klein Keks ist am Basteln. Ich gehe hier später nochmal lang und hole den restlichen Jatz. So, du bist dran. Jo, alles klar. Du bist dran. Your move. Okay. Na, ich denke mir gerade, wenn du eine Festplatte schon mal drin. Die Terabyte. Gut, let me guess. Jetzt habe ich. Aber jetzt habe ich wieder einen normalen Schlüssel, oder was? Ich habe. Residenzschlüssel. Ja, gut. Lass mich raten, der führt hier rein. Ja. Brauchen Sie diesen Schlüssel nicht mehr? Ablegen, ja. Okay, jetzt gehe ich aber einmal zurück. Und hol mir den ganzen Jatz, der da unten jetzt noch rumliegt. BZW, ich weiß, ich habe gerade die Magnum nicht, aber ja, you know, ich kann mir die auch nachher nochmal holen. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt nochmal zurückzulaufen für das Scheiß. Du Pissbirne! Ah, warte mal, hier. Hier war das doch. Vor allem werde ich fucking speichern.
Ich hab nämlich keinen Bock nochmal alles, ne? Oh Mensch, Haie. Ja, oh Mensch, Haie. Was ist das denn? Haie! Sowas hat die Welt ja noch nicht gesehen. Aber warte mal, ich lade mal direkt den Granatwerfer nach. Wenn ich schon mal dabei bin. Pff, drück rein den Ranz. So, das ist der. So, den Benzinkanister lasse ich auch mal hier. So, und speichern. Protection for Bullshit. Also speichern ist eine geile Erfindung gewesen. Man hat sich echt gefreut damals, wenn man so einen scheiß Speicherpoint gefunden hat. Mm. Ich hab's in Code Veronica ständig. Ich weiß noch nicht, irgendwie finde ich das mit dem geringen Platz mehr nervig als irgendwo atmosphärisch. Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich da auch alleine mit, aber... Es geht mir irgendwo mehr auf den Keks, dass ich ständig hier Key-Items nicht mit mir tragen kann, als dass es irgendwo für mich cool ist. Aber ich glaube, da stehe ich wirklich alleine mit. Ja. Es geht mir nämlich eher auf den Keks. Das Ding ist, dass das Spiel dich mit Items zuschmeißt, eigentlich, aber du nie was mitnehmen darfst. Das Ding ist, ich kann beide Punkte verstehen, weil einerseits finde ich es auch geil, wenn man ein großes Inventar hat. Jo, viel Glück! Na, nicht unbedingt einfach großes Inventar. Ich kann ja verstehen, dass ich nicht hier mit 10 Waffen durch die Gegend rennen soll. Aber Schlüssel-Items? Ein Schlüssel? Wirklich? Weißt du, du kannst dein Inventar wirklich mit... Hier wollte ich doch gar nicht rein, ich Bilbo. Weißt du? Du kannst eine Shotgun, eine Pistole, einen Granatwerfer und eine Magnum mit dir rumschlagen. Hast 4 Slots frei. Dann kannst du dich noch mit Kräutern zuschmeißen, aber ein Schlüssel passt nicht mehr in deine Hosentasche. Ach, das meinst du? Ja, sowas. Weißt du, das Schlüssel-Items, einfach, dass du sie nicht einfach mal mitnehmen kannst. Dass die einen eigenen Slot brauchen. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Ja, gut. Ich meine, was so Waffen und Ammo angeht, kann ich das ja nachvollziehen. Ja, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Dass man da möchte, dass man nicht zu overpowered durch das Leben läuft. Aber Schlüssel-Items, wie Schlüssel, wo wirklich es hier mehr als genug gibt, dass du dir so einen kleinen, popligen Schlüssel nicht irgendwo in die Hosentasche... Von mir aus steckst du ihn dir auch in den BH von mir, es ist mir auch egal. Hauptsache, schieb ihn dir irgendwo hin, wo du in einer späteren Zeit wieder rankommst. Das ist das, was mich so ein bisschen abnervt, weißt du? Mhm. Klar sollst du nicht mit 10.000 Munition und einem Kanister voll Benzin durch die Gegend laufen. Das ist vollkommen verständlich. Aber einfach das ist so... Hier kommt da dieses Skyrim-Prinzip, ich kann nicht noch mehr. Ja, weißt du, du trägst 10 Äxte und schwere Rüstung mit dir rum, aber du hebst eine Blume auf und auf einmal, oh, ich kann nicht noch mehr tragen. Shit, dieses Gänseblümchen. Ja, it fucks me up. Es ist ja, das ist ja Skyrim. Das ist es ja nun mal. You know? Das ist es ja nun mal. Nur, selbst das ist irgendwo ziemlich retarded und geht einem mehr auf den Keks als alles andere. So, warte mal, hier ist er jetzt. Wow, den Hai hat's echt gut erwischt. Der liegt einfach hier oben und wobbelt vor sich rum. Mal gucken, vielleicht liegt er hier noch irgendwo. Krieg ich da runter? Warum? Ey, scheiß Schraube. Beziehungsweise, dann ist ja die Frage, kann ich Captain Hentai hier umbringen? Captain Hentai? Oder lebt das... Ja, das Ding lebt noch. Hey, was verpasst? What the fuck? Oh! It's Octopussy! Ich verschwende gerade Munition, ich weiß. Oh fuck. Ja, ich glaube, das bringt nichts. Das Ding. Ja, es macht irgendwo nicht den Anschluss, als ob es irgendwo sich wehtut dabei. Doesn't seem like that. Hm. I come back for you later, you tentacle cunt. Laufwerk, denn wer braucht schon ein Laufwerk heutzutage? Ich meine, wir haben jetzt das Wasser abgestellt. Das ist jetzt eine Sache. Das ist, Ui. Ach, hey, halt die Fresse. Du. So, jetzt kann ich wieder Chat lesen. Du floppy Fischguy. In der Hoffnung, dass es jetzt so geklappt hat, wie ich wollte. Ansonsten darf ich den kompletten Scheiß nicht nochmal neu machen.
Ja, mal gut, aber in den neuen Pokémon-Spielen, da sind die auch mit Camping-Rucksäcken unterwegs. Das sind diese fetten Backpacks da. Ich will auch nicht. Und außerdem Pokémon. Du willst jetzt ernsthaft die Logik bei Pokémon, ne? Es ist Pokémon. Na gut, wie Nachtara bereits sagt, hier bei Rot und Blau, da war der Beutel ja irgendwann voll. Ja eben, der war voll, genau wie dein PC. Und dann hast du ein legendäres gefangen und dein PC war voll. Und du hast dir gedacht so, ja, please delete my life now, thank you. Was passiert denn eigentlich? Ich dachte, man darf sich dann aussuchen. Nö, es verschwindet dann einfach. Ernsthaft? Das war damals so, ja. Ich weiß das noch ganz genau. Wenn du keine andere Box ausgewählt hast und irgendein Pokémon gefangen hast, wenn die Box voll war, die du ausgewählt hattest, dann geht dieses Pokémon einfach wieder frei. Das ist, Alter, was? Ja, welcome to Gen 1, Motherfucker. Alter, ich würde mich erschießen. Welcome to Gen 1. Ne. Ne. Oh. Hi Chaos Akira, willkommen. What's up? So, jetzt erstmal. Ich hole mir jetzt nochmal die Magnum. Das heißt, ich latsche da jetzt nochmal hin zurück. Auch wenn mir das irgendwo Mega Man-mäßig gegen den Strich geht. Mega Man. Ich stelle mich mal kurz auf stumm, weil ich einmal kurz alles umstöpsel jetzt. Okay. Jo. Jag dich bitte nicht in die Luft. Dann, wobei, hier kann ich ja auch noch rein. Hier gibt es ja auch noch wieder zig Räume. Oder mache ich das jetzt erstmal? Ich bin gerade zu dumm dafür, oh mein Gott. Ich gehe da jetzt mal rein. Ich guck mal, was hier drin ist. Let me suffer now. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich es absolut bereuen werde? Da liegt Munition. Auf jeden Fall. Na super, noch mehr Bienen. Tür ist verschlossen. Tür steht 03. Erregen Sie mich mindestens für die Tür verwenden. Ah! Jetzt begreife ich das Rätsel auch. Ja. Nee, jetzt begreife ich's. Aber jetzt muss ich nochmal gucken. Weil der Diddler. Das Schlimme ist, jetzt habe ich das Rätsel auch absolut begriffen. Aber ich will nochmal sicher gehen, dass ich da auch wirklich dann alles richtig habe jetzt. So, give me some paper. I need some paper. Monsieur Salz und Madame Pfeffer. Monsieur Salz und Madame Pfeffer. Mein Pfeffer. Wie wir bei Blues Cruise wären. Ja, irgendwie Resident Evil ist. Oh, du Tentakelficker! Geh mir nicht auf den Sack! Thaddeus Tennisball? Der auch. So. Stift. Dead. Es war wahrscheinlich Keks. Ja, wahrscheinlich geht's jetzt stöpseln. So, also. Das ist Auge mit drei Pillows. Das ist rot. Warte mal, welche war rot? Jetzt checken wir jetzt mal alles. Das Rätsel ist fies, aber jetzt erinnere ich mich auch wieder. Jetzt macht auch alles wieder Sinn. Rot ist 3. Rot ist 3, Orange ist 5 und Grün ist 6. Alter, ich bekomme einen Anfall. Nur ein. Mit 2 ist Orange. Das Problem, was ich gerade habe, ich hatte bei meinen Schalen ein bisschen was falsch gemacht. Und meine Mutter hat dann das Ganze nochmal aufgemacht und dann halt die Feder, die ich da gestrickt hatte, nochmal verbessert. So, und dann hat sie mir extra, damit ich dann halt im Zeitplan nicht zurückliege, den gesamten Teil, den sie aufgeknüpft hat, nochmal nachgestrickt, was auch mega lieb von ihr ist. Sie so, ja, hab ich innerhalb von 45 Minuten gemacht. Ich denke mir so, ja toll, ich sitze da 3 Tage dran, danke. So, so, und das Ding ist, ich will jetzt weiter stricken. Das Problem ist nur, sie hat die Maschen so festgezogen. Ich komme da fast gar nicht mit der Nadel rein, Alter. Ich bekomme hier gerade einen übelsten Anfall. Dieser Bienenstock ist ja, ne? Weil das hier überall Bienen. Killerbees, das ist ja schon. Muss denn das sein? Kann es denn eine Biene sein? So, das Not ist the beast. 3. 3 war die 3.
Das war 5. Und du bist 6. Piep, piep, piep. Haha! Mega Man in T-Warrior. Die Serie war geil. Yes. Was ist das denn jetzt hier? Battleship Leere rein. Flasche, doch. Nein. Ich nehme jetzt hier. Yes. Was ist das? UMB Nummer 3. Okay, ich habe einen Behälter, so. Ach du Scheiße. Was? An der Wand steht geschrieben: 1 plus 3 gleich 4. Quick Maths. 4 plus 6 gleich 10. 1 plus 6 gleich 7. 10 plus 7 gleich 17. 17 plus 3 gleich 20. Quick Maths. Gelb 6. Ach du, oh nein. Oh nein, ich weiß, wohin das führt. Chemierätsel. Ein absolut. Ja, ich habe hier 3 leere Flaschen. Und mehr als genug Goop. Ja, ich habe hier so. Ich habe hier 3 leere Flaschen. Wow. 4 sogar. Oh mein Gott. Quick Maths. Ich habe jetzt schon keine Lust auf dieses Rätsel. Oh Gott, ich habe jetzt schon keine Lust.